Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Doublezeit hier mit Witcher 3 Wild Hunt. Und ich merke gerade, ich sollte möglichst einen Schmied aufsuchen, der mir ein bisschen was reparieren kann. Werde ich doch glatt mal tun. Und mal, da ist doch irgendwie so ein Schmiedemeister. Den kann ich doch mal besuchen. Ob der mir vielleicht helfen mag, man weiß es nicht. So, da, guck mal schauen. Rüstungsschmied steht da in großen Lettern, die ich nicht lesen kann. Aber es steht auf jeden Fall. Und da ist der gute Mann. Wollen wir doch mal schauen, hallo, was da ein... Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Ah, eigentlich nehme ich eher Aufträge an, aber wir können ja mal drüber reden. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Genau, meine Lieben. Wir brauchen hier... Ui! Wieso... Ach so, deswegen habe ich die noch. Habe ich schon gefragt, hä, warum habe ich noch so eine gute Rüstung hier rumliegen? Das macht doch keinen Sinn. Und es hat tatsächlich keinen Sinn gemacht. Oha. Schema für mein... Nehmen wir. Ich meine, wenn wir sowas schon bekommen können, wäre ich ja eigentlich ein Idiot, das nicht irgendwie anzunehmen. Leider nur für diese Sachen. Aber gut, dann wollen wir doch hier mal reparieren, genau. Einmal alles, was wir hier haben, plus das Teil kann ich auch nochmal reparieren. Und dann gucken wir mal kurz. Wir sind Stufe 37. Handwerk. Gibt es hier irgendwas Neues? Meisterlich gefektete Wolfshandschuh? Ich glaube nicht. Die sind nicht so uninteressant. Das könnte man vielleicht mal angehen. Andererseits, so nötig ist das jetzt auch nicht. Ich meine, wir sind ja eigentlich gut unterwegs, wie wir gerade unterwegs sind. Da muss man nicht so viel jetzt zusätzlich haben. Jo, das hat definitiv schon mal so seinen gewissen Charme auf jeden Fall. Oh, ich glaube, das stellen wir kurz mal her. Wenn schon, denn schon. Sopple. Und, oh, verkaufen können wir ja noch Unmengen. Zum Bleistift haben wir hier ein Silberschwert namens Glanz, das ich nicht brauche. Warum haben wir hier so namhafte Schwerter hier rum? Das geht ja gar nicht. Zack, 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 zack. Alles hier flammende Rose. Flammrose, nicht flammende Rose. Aber ist ja eigentlich auch am Ende das Gleiche. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Nö. Das ist Jacke wie... Haha. Okay. Dann können wir das natürlich auch mal anders regeln. Und zwar... Hierüber, genau. Machen wir das mal so. Einmal schön die Rüstung der flammenden Rose. Weg damit. Und dann können wir uns mal ein bisschen hier ausrüsten neu. Und zwar brauche ich wieder diese formschöne Rüstung und dieses Stiefelchen. Hat im Gegensatz zum Vorgänger sogar endlich ein paar Slots, die wir vollpacken können. Ist die Frage, was packen wir mal drauf? Quenzeichenintensität ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Art Igni, ja, kann man machen, muss man nicht. Hürden. Ach, immer nur diese Zeichenintensitäten, das bringt mich auch nicht so viel weiter. Gibt's hier nichts, das mir wirklich Schutz oder sowas gibt? Meine Glyphen, die sind dann doch ein bisschen öde irgendwie. Ja, sowas, das ist zum Beispiel super. Da können wir mal sowas raufpacken. Warum nicht? Einmal sowas und was haben wir hier noch? Chance auf Verbrennen. Nee, ich muss mal gucken, was hat das Schwert denn für Fähigkeiten?
Was habe ich da überhaupt alles draufgepackt? Chance auf Betäuben, Angriffskraft. Ja, Angriffskraft ist auch mal gut. Verstümmeln bräuchten wir hier. Oder Rüstungsdurchdringung nochmal zusätzlich. Adrenalin gewinnen. Vergiften. Oh, auch nicht schlecht. Nochmal Rüstungsdurchbohrung. Bluten, noch mehr bluten. Verstümmelung. Haben wir hier noch Verstümmelung oder sowas irgendwie? Ich möchte verstümmeln. Nee, das ist irgendwie... Angriffskraft haben wir hier nochmal. Dann haben wir auch hier 3% und 5%. Nee, machen wir mal so und dann packen wir nochmal... Adrenalingewinn, Taumeln, Einfrieren. Och, nochmal Rüstungsdurchbohren. Passt schon. Davon haben wir halt mehr als genug. Und siehe da, ne? Ordentlich Rüstungsdurchbohrung. Wenn das mal nicht ordentlich Bums macht, weiß ich auch nicht weiter. Buja. So, dann können wir jetzt ja eigentlich mit... Nein. Ich habe da, glaube ich, noch was Wichtiges vergessen. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Geh kacken. Ich möchte nur hier Dinge tun. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. So, da hat sie wieder etwas Geld. Plötze. Mal sehen. Hier, da. Guck mal, schauen, ne? Da werden wir richtig schön gewichtlos. Und das brauchen wir auch nicht. Wo brauche ich die denn überhaupt noch? Nee, muss nicht sein. Und die brauche ich eigentlich genauso wenig. Ja, jetzt haben wir den richtig schön runtergedingst. Perfekt. Auf geht's. Beziehungsweise nicht auf geht's, sondern auf Wiedersehen. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir Shani hier irgendwie finden. Falls die Sause des toten Mannes denn unsere nächste Quest sein soll. Ich will ja mal ein bisschen mit der Hauptstory so ansatzweise weitermachen eigentlich. Wir müssen ja mal sehen, wo es hingeht. Die Sause des toten Mannes. Ja, dann gucken wir doch mal, wo wir da hin müssen. Da müssen wir hin. Das ist doch schön dicht bei. Oh, dann gucken wir mal hin. Das klingt auf jeden Fall sehr amüsant. Und Shani freut sich doch sicherlich auch über einen kleinen Abstecher, den wir da machen. Ach, da muss ich einmal kurz um den Pott rum. Ah, ist das hier Hospital oder so, wo sie arbeitet? Shanis Klinik, yo, sie hat eine eigene Klinik, das ist doch wunderbar. Ja, das sieht doch schön hier aus. Und denen geht's aber auch hier allen so richtig gut. Gott, der kübelt richtig in den Kübel. Und hat offenbar auch schon ein bisschen mal verfehlt. Gott, die hat ja auch sauber zu machen ohne Ende. Oh, aufnehmen, jawohl. Rezept. Patient Sindram Ruschel. Zerstoßene Ringelblumen aufkochen und dreimal täglich heiß zu Mahlzeiten trinken. Während der Behandlung fettes Essen meiden und auf Alkohol in jedweder Form verzichten. Das umfasst auch Bier. Die Unterschrift des Arztes ist größtenteils unleserlich. Der Vorname ist anscheinend Shani. Ja, wie man es halt so von Ärzten kennt, gell? Oh ja, schau ich mal unten nach. Vielleicht gibt es hier ja irgendwas Interessantes zu entdecken. Freunde sind doch zum Beklauen da. Das ist das richtige Prinzip, Geralt. Stammelforts Staub, was auch immer das ist, aber bestimmt ist es für irgendwas nützlich. Warte mal, ist... Ach, das ist nicht die richtige... Ja, sag mir es doch mal. Als dass ich etwas selbstständig bemerke, das ist viel zu viel verlangt. Bandalur Buttermesser. Jo, warum nicht? Klingt gut. Klingt unnötig komplex. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Ach, gut. Schau an.
Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Ja, das Übliche halt. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Oh, das scheint auch so richtig nette Gesellen mal wieder zu sein. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Oh ja, wie sehen Gelehrte denn aus? Das möchte ich auch mal wissen. Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Tja. Sie lesen sich die Augen kaputt, nicht? Also haben sie Brillen. Ja, genau. So fette Dinger auf faltigen Nasen. Und sie tragen nur trutschige Kleider. Für wen sollen sie sich in Schale werfen? Für Bücher? Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen sagen. Und wieso? Weil sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Oh ja. Was nehme ich da denn mal? Shani ist nicht mein Typ, oder? Naja, dass Shani eine schöne Frau ist, das steht ja außer Frage. Von daher können wir das ja einfach mal sagen. Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Viva! Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Ach, ein Witzbold. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält 3-mal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache. Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kettwänern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Ein kleines bisschen auf jeden Fall. Aber wenn wir schon dabei sind, dass wir uns kennen, wo warst du denn? Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Und nun? Radovid ist tot. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Chaos geht weiter. Man braucht mich weiterhin. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich wohne immerhin zu Hause und behandle meiner Berufung gemäß die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Tja, soll ab und an mal vorkommen. Wie zum Beispiel mit diesem Monster. Aber egal, ich brauche deine Hilfe. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Oh ja, das klingt nach einer Idee. Ich erzähle einfach mal die wahre Geschichte, so unglaubwürdig sie auch erscheinen mag. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz, aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das?
Der Gaunter ist eher ein Gauner ohne T, habe ich den Eindruck. Ja, jemand mit Macht. Ich glaube, das trifft es am besten. Er könnte ein Magier sein, ein Dämon oder ein Djinn. Du weißt es nicht? Er hat große Macht. Mehr muss ich nicht wissen. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Mir auch nicht. Genau. Genau das habe ich gesagt, deswegen will ich das auch. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Hm. Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Gut, wenn man eine Gelehrte kennt, auf jeden Fall. Von Eberborst, von Ästheken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Ja, klingt doch nach einer Idee. Aber so lange wird... Ups. Na egal. Hochzeitseinladung. Ja, guck mal schauen. Was haben wir denn hier? Wolf... Ahaha. Am Pfad meiner Narben ruht deine Hand. Den Sternen zuwider. Genau, das Lied kenne ich irgendwie. Aber das wollte ich doch mal lesen. Da ihre Kinder allertiefste und edelste Gefühle füreinander entwickelt haben und diesen Bund nach uralten Brauch mit heiligen Riten besiegeln möchten, bitten die Eltern von Aldona Lamk und Jonas de Bogar nach altem Brauch um die Anwesenheit von Shani, Nachname unleserlich. Ah ja, Shanis Name, Nachname ist also nicht wirklich bekannt, weil sie immer nur unleserlich unterschreibt offenbar. Sowie einer Begleitung ihrer Wahl auf der Hochzeitszeremonie der Verlobten, sowie dem nachfolgenden Fest. Haha. Ich würde ja fast schon mein Popo darauf verwetten, dass, wenn ich mit der Quest hier durch bin, dass ein Angebot kommt, dass Geralt sie dazu begleitet, so als Nebenquest, wo man am Ende womöglich Shani flachlegen kann. Nur eine Vermutung, aber wir werden ja in ein paar Folgen sehen, ob das tatsächlich zutrifft oder nicht. Mal sehen, ob ich da richtig liege. Wir werden es erfahren. Aber erstmal geht es zu den von Evereks. Ja, tja. Tja, Leute, ihr müsst ein bisschen verrecken. Shani hilft mir erstmal. Scheiße gelaufen. So kann es gehen. Ich muss jetzt nur noch so einen dämlichen Wegweiser finden und dann bin ich weg von hier. Da ist doch einer. Ja, den nehme ich doch mal. Komm her, mein Freund. Und dann geht es. Ja, da ist es doch. Von Evereck anwesend. Ich glaube, da bin ich richtig. Und da bin ich echt mal gespannt, was für eine Sause wir dem bereiten werden. Wird sicherlich ganz amüsant. Allerdings machen wir die große Sause, glaube ich, erst beim nächsten Mal.
wenn es heißt Daddelzeit mit The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, ihr seid dabei und feiert mit. Ciao, ciao.